Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategie- und Zwergenfreunde. Strategiespiel und Zwergenfreunde, so. Ja, wir sind wieder bei Empire, genau an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben, in unserem Dungeon in Mission 4. Ja, unser Dungeon steht noch, Fall steht auch noch, alle sehr schön. Ist immer noch alles so, wie ich es das letzte Mal verlassen habe. Gut, wir schnappen uns... What's the point anyways? Jo. Wir schnappen uns unsere Armee, also unsere vier Trupps plus Baal. Alle bereit zum Verprügeln und schicken sie bald durch das Tor in die Außenwelt. Dann kommen wir genau hier drüben an. Jo. Und verkloppen gleich mal die ersten Helden hier außerhalb. Jägerinnen und Gauner, ja, okay, das ist halt Waldgebiet. Was soll man hier schon anderes treffen? Hey, Stufenaufstieg und DSC, weil wir Helden getötet haben. So. Oh. Das hier sieht nach mehr Prügel aus. Das hier ist nämlich ein ganzes Lager von Gegnern. Immer schön auf achten. Oh. Da wird sie leider definitiv ordentlich geprügelt von beiden Speeren. Und ich sollte mal kurz noch meinen ganzen anderen Einheit gucken und die mal alle trainieren schicken. Jo. So, alle mal zum Trainieren schicken. Ich mag dieses, wie sagt man, dieses Verwaltungsmenü. Damit kann man ziemlich schnell was machen, ohne den Kampf verlassen zu müssen. Okay, erster Altar. Warte auf den Archäologen. Oh, hier hinten ist eine Kiste. Und hier sind auch gleich wieder Gegner, die was auf die Klauze wollen. Deathslayer, the archaeologist has found some writings on a wall. The urn did indeed come to Thalas in the hands of that thief, but later it was confiscated by commoners. That's all there is. Let the archaeologist continue his search, and I'm sure he will gather up some better information. Okay. Können wir machen, ist kein Problem. Die schicken wir auch gleich mal zum Training. Dich auch, aber vorher schicken wir mal die Leute alle zum Essen. Und ich habe beschlossen, ich werde doch noch eine zweite Küche bauen müssen. Genug Imps habe ich dafür hoffentlich frei. Nö, eigentlich nicht. Fällt mir gerade so auf. Ich habe nämlich zwei hier schaffen lassen. Okay, dann müssen wir doch mit der einen Küche klarkommen. So, und Baal. Life. What's the point anyway? Und ihr geht essen. Deathslayer. I've been hesitant to bring this up, but in all honesty, I'm too curious not to. Most have heard the legend of the Skulls of the Serpent Queen, how Skrillia mounted three dragon skulls on huge stone pillars shortly after the city was taken. Rumor has it that by activating these skulls, she could summon powerful troops. It just so happens that our scouts have found the location of all three skulls, and they seem to be intact. Probably because most are afraid to touch them. What do you say we order the minions to visit the raid sites and activate the skulls? Your call, Deathslayer. Okay, wir haben gerade zwei Helden mit unserer Pfeilfalle einfach mal so niedergeratzt. So, ich mach mal neue Materialien, dass wir noch einen Materialienraum bauen könnten, einen Lager. Ja, genau, eine Vorratskammer. Ich versuche nämlich doch mal ein bisschen an Schätze, an noch mehr Schatzkammern zu kommen, damit wir vielleicht doch noch den vierten Trupp uns rufen können. Für so eine Schatzkammer brauchen wir 112. Im Augenblick können wir maximal wie viel lagern? 100. Also brauchen wir noch eine Materialienkammer. Okay. Gut, erster Squad ist vollgefuttert. Nächster Squad. Die kann ich dann nämlich einfach hier auf der Weltkarte losschicken. Wie viel Gold brauchen wir? Oh. Das sind 6 Überfälle auf Schatzkammern. 1, 2, ja. 2 sind da schon mal. 3.
Ah, und hier sind die Skulls. Die sind ja außerhalb. Gut zu wissen. Okay, also ich zähle 4 Schatzhorte, die wir überfallen können. 3 reichen eigentlich. Die 3 hinter dir, die überfallen wir alle 3 zweimal. Und dann hat sich das Ganze. So, und ihr müsst noch essen gehen. Und dann schicken wir alle 3 mal los in Richtung der, in Richtung der Horte. So, du trainierst noch. Und die rennen alle, glaube ich, wieder hierher zurück, gell? Jo. Ich könnte die Leute auch gleich noch essen schicken. So, okay. Dann lassen wir jetzt erst einmal den Überfall auf diese Schädeldinger beginnen. Obwohl, ich schicke gleich schon mal Leute los, die 2 Schatzhorte zu plündern. So eine schlechte Idee ist das ja nicht. Und ja, ich habe es verpeilt, die beiden Helden auf die Seed-Gewinnung zu stellen. Was schade ist, aber... Naja, Materialien sind genauso gut. Aha, immer schön die Weltkarte im Auge behalten. Ja genau, weil hier wird nämlich gerade ordentlich, ouch, was von mir verprügelt. Das finde ich nicht so toll. Das hat einen meiner Fernkampfschergen getroffen. Gut, das heißt, wenn die zurück sind... Okay, ihr seid schon mal zurück. Dann kann ich euch ja schon mal gleich wieder losschicken. Ihr seid Trupp 3, oder? Ja, Trupp 3 kann ich schon mal losschicken, den nächsten Schädel zu holen. Hier oben. Gut, Trupp 2 muss ich jetzt neu ausrüsten und dem am besten auch gleich eine Rüstung geben. Pilze haben wir schon wieder genug zum Umwandeln. Hey. Und Trupp 2 und 1 könnte ich Materialien beschaffen, schicken gehen. Genau, gute Idee. Die dürften nicht allzu viel Hilfe brauchen bei einzelnen billigen Gegnern. Hier jedoch... Ah, das sind Level 1 Kleriker. Diese dürften auch nicht so heftig sein eigentlich. Wenn sie nicht gerade wieder auf meinen Speer losgehen. Komm, stirb. Gut. Okay, zweiter Schädel. Materialien kommen sehr gut rein. Ich habe sogar schon mal genug für den ersten Schatzhort. Aha. So. Sehr schön. Ein Schatzhort kann schon mal gebaut werden. Und dann schicken wir mal noch Trupp 2 hier hin. Und Trupp 1. Ja, Trupp 1 geht schon mal wieder Schätze klauen. Trupp 3 geht Materialien beschaffen. So, Schatzraum Nummer 2 ist fertig. Sehr gut. Du gehst trainieren. Und hier nochmal Pilze umwandeln. Ah, wie weit sind wir vom Drachenschädel entfernt? Oder sind wir schon da? Wir sind tatsächlich schon da. Und sie gehen wieder auf den Speer los, wie nichts Gutes. Au, das war mein Speer. Kein Problem, den ersetzen wir einfach durch irgendwas anderes. Ich muss ehrlich sagen, die Speer sind ein bisschen eine Armutseinheit in dem Spiel. So. Was können wir uns Schönes hier noch kaufen? Wir können den Kerker. Wir haben Kobolde und Skelette freigeschalten. Hui, können wir die jetzt hier auch bauen?
Nö. Können wir die hier freischalten? Nö. Okay, dann schalten wir einfach mal die Tank-Einheit frei und gucken mal kurz. Au, die sind ja heftig stark. Ein Skelett. Du ersetzt mal den da, wollte ich gerade sagen. So, genau, du ersetzt den da. Und wir haben wieder zwei Bevölkerung frei. Ball. Mehr Ips. Sehr gut. Und wir haben genug Materialien für unseren Schatzraum. Jawohl. Hier oder... Ah, machen wir ihn mal hier hinten hinter das Arcanum. Gut. Jetzt holen wir uns wieder die Materialienanzahl soweit. Heroes are entering your dungeon. Nein, nein, nein. Lass die Heroes. Lass die Heroes. Die kriegen nämlich eine DC-Markierung, bitte. Und haben einen meiner Priester getötet. Was versteht ihr unter Lasst die Helden in Ruhe nicht? Alle weg, Kusch. Inkompetenz. Ja. Auch immer wieder schön. Du gehst trainieren. So, der Gauder ist schon mal halb tot. Wie sehen meine Fallen aus? Der eine Jäger kommt durch. Aber die macht es auch nicht mehr lange. So, jetzt könnt ihr sie waschen. Sehr gut. Wieder eine neue kostenlose Einheit, die wir trainieren schicken können. Und euch sollten wir mal zum Essen schicken, langsam wieder. So, dann können wir nur noch den Kerker freischalten. Okay, da brauchen wir eigentlich jetzt gar keine DEC-Markierungen mehr. Wir brauchen nur noch Materialien, um Fallen neu zu bauen, neu zu setzen. Nebenbei, ich kann noch eine Falle setzen. Was setze ich denn? Hübsches. Ne, lass mich mal so eine Giftgasfalle hier irgendwo in den Gang setzen. So hier. Das ist dann schön. Gut. Ihr seht satt aus. Dann schickt mal die nächsten los. Und Trupp 1 geht währenddessen schon mal wieder Schätze klauen. Baal steht noch da wartend, bereit. Ja, ich denke mal, Fallen. Warum hat es die eine Falle nicht platziert? So, jetzt aber. Gut, Trupp 1 ist wieder da. Dann kann jetzt mal Trupp 2 los, den Schatz klauen. Währenddessen schicke ich Trupp 3 zum Essen. Und das war's auch schon. Was ich da schon an... Was sich da schon an Leuten in meiner Spelunke gesammelt hat. Ist ja heftig. Jetzt hatte ich eigentlich theoretisch genug Bevölkerung für die nächste, für eine weitere, also genug Imps, Arbeiter-Imps für eine weitere Küche. Die soll ich dann auch wirklich jetzt demnächst bauen, wenn ich den vierten Trupp freigeschalten habe. Mache ich am besten gleich mal eine Küche. Hier unten ist okay.
So kann ich sie ja nicht anbauen. Nö, da muss sie so abgebaut werden. Ein Zugang dürfte ja auch reichen.